Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal meinen Foxy, der liegt jetzt hier noch, und den werde ich dann aufbauen. Und dann zeige ich euch einfach, was der kann. Ich habe ein Special eingebaut in dem. Und ich würde sagen, ich fange einfach gleich mal an. Also der ist echt ziemlich groß. Ich bin mal hoch. Also, jetzt das hier ist er schon mal. So groß wie ich, wenn ich ihn jetzt erstmal hier so hinstelle, und er kniet hier sozusagen immer noch. Da muss ich den gleich mal ein bisschen hochhin auch noch anmalen als Zeug. Und ich habe hier so ein Maul, habe ich auch noch so ein Endoskelettmaul reingemacht. Ja, das ging eigentlich ziemlich einfach. Und ja, ich will ihn dann einfach gleich aufhängen. Ich brauche noch kurz meine Schere. Okay. Und jetzt muss ich ihn hier oben dann erstmal aufhängen. Das kann kurz dauern. Und ja, der ist auf jeden Fall ziemlich groß. Also, er würde nicht durch meine Tür durchpassen. Er ist nur so. Aber ja, das geht schon. Und ich stelle jetzt hier einfach schon mal die Streifen ab. Jetzt muss ich hier auf den Tisch hochklettern. Falls ihr euch fragt, was das da unten sein soll, das seht ihr nachher noch. Okay. Ich mach's jetzt dran. Also, das ist er schon mal. Übrigens, das sollte eigentlich nicht so sein. Ich mach's kurz mal. Aber den Foxy, da habe ich echt nicht lange für gebraucht. So, also das ist er. In seiner vollen Größe. Also ich muss ihn noch verbessern. Auf jeden Fall, der ist echt riesengroß. Man sieht mal, also ich bin jetzt gerade... Also ich bin gerade 1,55 ungefähr. Und da sieht man mal, wie riesig der ist. Ich gehe ja bis hier. Bis hier oben. Und ich werde ihn auf jeden Fall noch anmalen. Hier habe ich noch den Haken. Und die Füße habe ich ein bisschen zu klein gemacht, aber das passt schon. Sieht ja auch nicht so unglaublich schlimm aus. Und ja, hier, falls ihr euch das fragt, was das ist ein Motor. Den habe ich hier erstmal so ein bisschen dran gebastelt. Hier mit Heißkleber dran gemacht. Und der steht da unten. Und der kann das, der bewegt das Maul. Also zum Beispiel, ich ziehe es hier kurz mal, dann bewegt er sein Maul. Und das funktioniert auch. Nur ich musste die Bücher holen. Am Anfang war die Schnur richtig lang, die ging bis hier nach unten. Nur ich glaube, die hat sich ein bisschen aufgewickelt, deshalb haben jetzt die Bücher da unten stehen. Und ich würde sagen, ich probiere es mal. Ich tue mich hier und probiere mich hier runter. Also, das gibt's nicht wirklich krass doll, aber ein bisschen.